Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge War Thunder auf meinem Kanal. Heute mal mit den Briten. Und zwar, ich habe eine ganze Weile nicht gespielt, dann habe ich damit so ein paar Spiele gemacht und habe mir hier das erste Modell eines Valentines verdient. Mal gespannt, wie die Kiste funktioniert. Ich bin sie jetzt noch nicht ein einziges Mal gefahren. Gefällt mir persönlich auf dem Tech-Level von der Panzerung eigentlich recht gut. Hat hier und hier eine relativ schlechte Panzerung, nicht im Sinne von, die ist nicht besonders stark, sondern im Sinne von, die ist schlecht angewinkelt. Ne? Also hier 30 mm Panzerstahl, erzeugt aber 76 mm beim Volltreffer. Hier haben wir nur 60 mm. Ja, das ist ja hier unten auch ein bisschen abgewinkelt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ansonsten, der Turm gefällt mir ganz gut, weil er komplett rund ist. Ne? Also hier kommt man selten an die 60 mm Panzerung ran. Auch an der Seite muss man schon relativ gut. Hier 60 mm und dann wird es schon deutlich stärker und angewinkelter. Ja, hinten brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Seite braucht man auch nicht drüber zu sprechen. Ne? Alles 90 Grad Winkel. Alles nicht so prickelnd, aber an sich mal gucken. Irgendwie sieht das hinten, das Laufwerk ein bisschen komisch aus. Ah, da ist immer ein Federbein mit drei Rollen dran. Okay. Sieht ein bisschen strange aus. Röntgen. Ja, so für mich ein großer Nachteil, oder was ich einen großen Nachteil finde, ist, die Munition ist lustig aufgehängt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Liegt recht gut im Panzer. Problem ist, sind nur drei Mann. Und wenn der hier einen Kopfschuss kriegt, verletzt die anderen beiden hinten dran auch noch. Von dem her, ja, mal gucken, wie es aussieht. So, realistische Schlacht. Und dann ab geht's. Ansonsten habe ich nur noch einen Crusader, zwei Stück mit dabei. Also ist alles nicht so prickelnd. Und irgendwie auch ein komisch aufgebauter Tech-Tree, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Valentine jetzt, ich glaube, kommt, glaube ich, nach dem Crusader, hat aber ein schlechteres Battle Rating. Keine Ahnung, woran das liegt. Naja. Eigentlich wollte ich hier einen Cut machen, um, falls es eine scheiß Runde wird, euch nicht eine scheiß Schlacht zu zeigen. Aber gut. Unter Umständen habe ich das dann gemacht, wenn es wirklich so schlecht war. So, Valentine, ne? Ist jetzt auch keine Schönheit als Panzer, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Gibt es wirklich Hübscheres. So, Kursk. Kursk-Panzerschlacht. Oh, und es gibt Wendigeres. Aufgeteilt West gegen Ost. Ist doch schon mal was. Jetzt haben wir alles dabei. Ein Haufen Crusader. MK3, das bedeutet, das sind die 2,7 Tech-Stufen. Und dann Motor Carriage, die T-17, die ich hasse. Na toll. Du bist der Panzer vor dem Herrn, oder? Rückwärtsgang. Boah, der ist. Der kriegt keinen Baum. Oh, der ist ja alles scheiße. Oh, hopp, dreh dich, mein Freund, dreh dich. So, also langsam ist er, behäbig ist er, schwächlich auf der Brust ist er auch noch. Strichplatte sieht auch so aus, als würde er, obwohl die Feuergeschwindigkeit sollte eigentlich hinhauen. Also relativ gerade Feuer, dann wäre es wenigstens irgendwas, was positiv ist. Ja, nicht gut. MG, ja, klingt nach dem Vickers. Was ein Gummelpanzer, ey. Der braucht ja ewig. Matilda Cornwall da drüben. Also Cornwall ist das, was ich gerade erforsche. Na, vielleicht sollten wir nicht Press hier oben rumfahren. Okay, den Kollegen da unten, den hat es erwischt, ohne dass er gesehen hat, was ihn erwischt hat. Zumindest habe ich die Meldung nicht bekommen oder habe es nicht auf der Karte gesehen. So, da haben wir doch was. Das dürfte ein Panzer. Es könnte der Panzer 3 sein, der hier eben so wunderbare Arbeit geleistet hat und unser daraus genommen hat. Ja, dann gehen wir nochmal gucken, was haben wir denn hier? Da oben steht was, da steht was. Dann geht Art hier runter. Oh, da steht alles rum. Ob wir da was erreichen können. 1400 Meter. Viel zu kurz. Ein bisschen anwinkeln noch.
So, also 14 mm war mal viel zu kurz. Sagen wir mal ein bisschen zwischen 16, 17, 16 und 18. Der sah nicht schlecht aus, wir haben halt nur nicht getroffen. Der ist ein bisschen zu weit, 1600 Meter. Zu viel. 1500 Meter. Sag mal. Nochmal. Jetzt haben wir doch was. Sehr gut, ein Motortreffer auf die Distanz ist nicht schlecht. Aber ich brauche dringend einschießen, ne? Ist ja katastrophal, was der für eine Streuung hat. So, gut, hat er auch nicht repariert, muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. So, was haben wir denn da noch hier? Distanz sollte sich ja nicht verändert haben. Was war die Distanz, oder? Bisschen zu weit. Bisschen zu kurz, voll verzogen. Ja, Ziel unbeschädigt, okay. Die Streuung von der Kanone ist echt der Hammer. Panzer 3 haben wir da oder Panzer 4 mit Stumm. Ne, okay, da komme ich einfach nicht durch. Dann machen wir das anders. Wir verpissen uns mal nach unten und gucken mal, wer das Ding da einnimmt. Und schauen wir, ob wir da was dagegen unternehmen können. Kreis ist da hinten, sehen wir schon irgendwas. Ja, da steht doch was. Ist aber da Panzer 3, da kommt ein kleiner Flakpanzer rein. Jetzt soll ich mal gucken, dass ich den erwische, bevor er zu dicht an mir dran ist. Ja, jetzt haben wir ihn weg. So, den Marder hat es direkt zerlegt. Da haben wir das. Ziel unbeschädigt, von der Seitenpanzerung abgeprallt. Eieiei. Treffer, aber auch nicht so der Renner. Ist erstmal weg. Was haben wir da? Bist du eigentlich noch am Leben? Oh, viel zu weit. Ja, du bist noch am Leben. Viel zu kurz. Und nur noch 5 Schuss übrig. Und ein Stück, was glaube ich gerade auf mich zielt. Da vorne durch. Der war gar nicht mal so schlecht, aber. Ja, nee, komme ich nicht durch. So, noch einen Schuss haben wir und danach ist die Munition alle. Haben ein bisschen wenig mitgenommen für den Panzer, aber gut, wenn man nirgendwo durchkommt. Da kann ich mal wenigstens noch gucken, ob ich da vorne cappen kann. Und dann, ja, ein bisschen, wie viele Fahrzeugpunkte habe ich denn? Ja, sehe ich glaube ich hier nirgendwo. Da ist er. Da ist er. Na, jetzt sagt bloß, der war schon kaputt, oder? So, out of ammo. Ja, mal gucken, ob ich hier ein bisschen wenigstens Aufklärungsarbeit leisten kann. Flugzeug irgendwo in der Luft? Ne. Ja, die Kette soll er mir nicht abschießen, ich kann ihn auch nicht reparieren.
ne? Das ist in der Luft. Ah, ein Bomber. So, dann gucken wir mal, dass wir da unten ein bisschen supporten. Ja, haben wir es doch. Dann können wir direkt mit cappen. Was wenigstens nicht umsonst, dass ich am Leben geblieben bin. Boah. Alter, was war denn das für ein Bomber? Nix am Arsch, das ist ein Riesenteil. So, wenn wir das nämlich gekappt haben, dann können wir auch direkt aufmunitionieren. Wieder so ein riesen fettes Teil, ey. So, wahrscheinlich muss ich aber stehen bleiben zum Aufmunitionieren, ne? BF-110, die sich da mal in die Erde gegraben hat. So, Feinde, wie sieht's aus? Noch was da? Ich hätte jetzt wieder Munition, Jungs, ihr könnt kommen. Entschuldigung. Kehre zum Stützpunkt zurück. Da kommt auch was. Zwei Stück. Ah, ich sehe nicht gescheit. Ja, Zufallstreffer. Jawohl, Stuck, schon mal die Gleiskette. Gleiskette beim Stuck ist immer sehr, sehr gut. Oh, aber ich habe es wohl nicht ganz kaputt gemacht. Jawohl, da hätten wir das und da war noch irgendwo was, oder? Ja, da ist noch irgendwas. Ja, da haben wir es doch. Ah, was für eine Streuung, ey. Jawohl, nochmal die Gleiskette erwischt. Jawohl, nochmal getroffen. Also kriege ich ihn halt nie klein, aber zumindest ist er genervt. Bisschen darüber. Nix daneben. Bisschen darüber. Wenn die Jungs da oben den jetzt noch ausschalten könnten, wäre es natürlich optimal. Nochmal auf die Gleiskette. Ja, da haben wir doch sehr gut. So. Hier kommt nichts. Was war das? War ein Arti-Treffer oder was? Hä? Ah, da hinten. Danke für den Hinweis. Wo steht er? Ah, da ist er. Marder, okay. Abgeprallt. Oh, schon wieder abgeprallt, ey. Das ist nur so ein Popelmarder, oder? Kann jetzt sein, dass ich dauernd abprall. Ja, zu weit. Treffer, Richtschütze, sehr gut. Abschusshilfe, sehr, sehr gut. So, wie sieht's denn aus? Ne? Ein bisschen was ist da vom feindlichen Team? Na, da oben sind wir aber schon relativ weit vorgerückt. Da
Dann rücken wir da Moment vor. Oh, da oben ist ein Stück aufgetaucht. Das ist vor der hinter dem Wall. Hinter dem Wall, da komme ich also nicht hin. Aber in die Richtung bewegen wir uns doch einfach mal. Oh, die Kette hat aber auch das Laufwerk ganz schön erwischt, muss ich sagen. Gesund ist es nicht. Na, die Hurricane liegt da unter schwerem Flakfeuer. Okay, da oben ist jetzt gerade einer unserer Panzer explodiert. Der Hurricane hat es auch erwischt. Das war dann halbwegs sinnvollen Winkel und einen Baum umgefahren. Okay, der M17 schießt, T17 schießt auf irgendwas. Bomber kommt rein. Okay, da oben ist irgendwas. Oh, da oben ist relativ viel sogar. Ja, wahrscheinlich, bis ich da oben bin, ist das Ding durch. Hier. Ja. Den haben wir noch mitgenommen. Der war ein bisschen zu greedy. Mal gucken, ob wir vielleicht doch noch was mitkriegen. Ich sehe gerade nichts. Aber hier müsste irgendwo noch ein mittlerer Panzer rumstehen. Naja, den kriege ich nie im Leben noch, bevor die Runde rum ist. Ne, durch. Keine Ahnung, wo steht denn der? Hm. Naja, wurscht, aber hey, eine recht erfolgreiche Runde. Haben wir direkt die erste Runde gewonnen, was schon mal sehr, sehr gut ist. Bedeutet nämlich auch, man kriegt die vollen Punkte, beziehungsweise relativ gut EP. Was jetzt schon... Ah, ich habe vergessen umzustellen. Okay, reicht trotzdem. Das ist was, was ich grundsätzlich vergesse, wenn ich einen neuen Panzer gekauft habe, von Gleisketten auf irgendwas Sinnvolles wie Ersatzteile oder sonst irgendwas umzustellen. Ne? Also Ersatzteile ist für mich immer so ziemlich das Wichtigste. Darum erstmal die beiden Dinge. Also Ersatzteile und Löschzeug. Aber dass ich ein bisschen länger im Gefecht bleiben kann. So, aber wie gesagt, eine relativ erfolgreiche Runde. Mal ganz kurz nochmal auf den Tech-Tree. Ah ne, ich erforsche gar nicht den Cromwell, ich erforsche den nächsten Valentine. Ah ne, okay, die sind auf einer Ebene. Ich dachte, der Crusader, also das ist hier mal ein 2-3er, hier mal ein 2-3er. Insgesamt finde ich nicht so der Top-Panzer, weil er halt auch echt 24 km/h sacke langsam ist. Ne? Im Vergleich bin ich die ganze Zeit in Crusader gefahren mit 42 km/h. Das ist ja dann schon ein himmelweiter Unterschied. Boah, der nächste ist auch nicht schneller. Der nächste ist auch nicht schneller. Archer, 33 km/h, da wird es ein bisschen besser. Und dann geht es hier, das ist so mein Traum, der Achilles. Da finde ich ein echt cooler Panzer. Und ansonsten, ja, den Typ finde ich relativ unspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bleiben wir mal bei den nächsten, also Matilda. Jawohl, der ist auch nicht langsam, langsamer von dem her, wenn das bis auch noch gewesen ist. Dann haben wir den hier, den finde ich total hässlich. Den will ich überhaupt nicht fahren. Und dann kommen wir wieder mit Churchill, der eigentlich auch nicht passt. Ja, was haben wir sonst noch so bei den Briten? Ja, eigentlich wäre das hier der Way to go, ne? Sherman, Firefly, auch dass der hier kein Jagdpanzer ist, wundert mich. Ne? Eine reine Panzerabwehrkanone, die er auf dem Ding hat, die 17 Pfünder. Ja, und dann Comet, also hier, pff, ja, das wäre so ein bisschen the way to go. Also wenn ich den hier habe, geht es in die Richtung. Aber das war's dann erstmal. Wieder ein Gefecht gemacht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde im nächsten auch mal wieder ein bisschen mit Sowjets und Deutschen unterwegs sein. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.